Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Und wir wollen etwas für unsere schräge Rumpfmuskulatur tun. Ihr braucht dafür eine Matte. Wir üben hier in der liegenden Position. Für die schräge Rumpfmuskulatur ist bequeme Kleidung sehr von Vorteil und eine Unterlage, die etwas abpuffert, aber nicht zu weich ist. Eine zu weiche Unterlage erschwert uns die Bewegung, von daher ist es, wenn ihr euch nicht sicher seid, und ich kann das bei euch auch so ja nicht sehen, dann probiert es mal aus, etwas weicher, etwas härter, und am Anfang manchmal, wenn die Matten oder der Untergrund etwas zu hart sind, dann neigt man dazu, eine weichere Unterlage zu nehmen. Es ist aber so, dass unser Körper sich sehr gut daran gewöhnt, auch wenn es am Anfang etwas zu hart erscheint. Dadurch haben wir etwas mehr und bessere Muskelspannung. Also wenn die Unterlage zu hart ist, Zähne zusammenbeißen, Bauchbeckenboden einziehen, kräftig ausatmen und damit auch den Brustkorb flach ziehen. So, jetzt geht es aber erstmal um die schräge Rumpfmuskulatur und ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen im Liegen. Um nach unten zu kommen, können wir zum Beispiel einen Ausfallschritt machen, Bauchbeckenboden einziehen, mit dem hinteren Knie zum Boden kommen, dann das andere Bein dazu nehmen und wir kommen über die Seite in die Rückenlage. Wir wollen erstmal insgesamt den Rumpf mobilisieren, deswegen lassen wir als erstes die Arme locker über dem Kopf liegen, Hände ineinander, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir nehmen nacheinander die Knie zu uns heran und mit jeder Ausatmung ziehen wir die Knie Richtung Nasenspitze. Kinn zur Brust, Nacken lang, Brustkorb flach. Dann lassen wir diese Bewegung über die Seite kommen. Also über die Seite ziehen wir die Knie zum Bauch heran und zur anderen Seite lassen wir etwas locker. Das Gesäß löst hier immer etwas vom Boden. Und wenn wir über die Seite die Knie zu uns heranziehen, atmen wir kräftig durch den schmalen Mund aus. Das zieht den Brustkorb flach, also der obere Anteil der Bauchmuskulatur wird damit aktiviert. Und die Arme haben wir deswegen über dem Kopf liegen, wenn euch das noch schwer fällt, zumindest die Arme oberhalb des Schultergürtels ablegen, damit sich der Brustmuskel nicht einmischt. Dass der Brustmuskel sich gern einmischen möchte, spürt ihr daran, dass dann Ellenbogen und Schultern gern nochmal ein bisschen nach vorn kommen, wenn der obere Bauch noch nicht kräftig genug ist. Wir lassen die Bewegung nochmal in der entgegengesetzten Richtung kreisen. Also, wir gehen mit den Knien etwas weg vom Bauch zur Seite und ziehen die Knie und die Oberschenkel über die Seite dicht zum Bauch-Brustkorb heran. Dabei lassen wir das Kinn zur Brust, den Nacken lang, den Hinterkopf flach auf dem Boden, Schultergürtel und Armrückseite flach auf dem Boden. Und wenn ihr merkt, dass die Schultern gerne mit nach vorn kämen, während wir die Knie heranziehen, dann haltet ihr bewusst gegen und zieht den Brustkorb flach und den oberen Rücken, Schultergürtel, Armrückseite ist auf dem Boden. So, nun haben wir Bauch, Beckenboden, unteren Rücken ins Gleichgewicht gebracht, die Basics sozusagen koordiniert und jetzt können wir uns der schrägen Rumpfmuskulatur widmen. Dafür legen wir die Beine zur Seite ab, positionieren dann unseren oberen Rücken, Schultergürtel wieder so, als wollten wir dort auf dem Rücken liegen bleiben. Schaut also, wie es für euch am besten geht. Wichtig ist, dass die Knie schön dicht herangezogen sind, rechter Winkel in der Hüfte, damit der Rücken geschützt ist. Mit der Ausatmung ziehen wir nochmal den Brustkorb flach, dann nehmen wir beide Arme in Verlängerung des Rumpfes nach vorn und ziehen uns mit der Ausatmung über die Seite nach oben. In der Ausgangsposition ist immer das Kinn zur Brust gezogen, der Nacken lang. Wenn wir über die Seite nach oben kommen,
Atmen wir kräftig durch den schmalen Mund aus. Lass das Tempo gerne jetzt langsamer werden. Haltet ein bisschen beim nach oben kommen. Hinterm Schulterblatt und im Rücken spürt ihr die schräge Rumpfmuskeln, also schräge Körperrückseite. Ja. Das ist jetzt nur theoretisch, dass die Muskeln an sich heißen anders, aber es ist für die Rotation und für die schräge Bewegung die Rückenseite, die gestreckt wird, und die Bauchseite, die gekräftigt wird. Unter den Rippenbögen spürt ihr also hier am meisten die schräge Bauchmuskulatur. Bleibt nochmal kräftig mit kleinen Bewegungen nach oben gezogen. Ihr könnt, wenn sich der Nacken noch zu intensiv bemerkbar macht, die eine Hand am Hinterkopf unterstützen. Damit können wir auch die Dehnung etwas verstärken. Hört aber auf jeden Fall auf euren Körper, wie es sich anhört. Und dann legen wir uns nach hinten ab. Die Hände gefaltet am Hinterkopf. Ziehen wir nochmal Schulter- und Armrückseite fest zum Boden. Ziehen den Brustkorb flach. Ziehen Bauch- und Beckenboden ein. Die Beine angewinkelt zur Seite weg. Und mit jeder Ausatmung ziehen wir unseren Körper immer flacher, als wollten wir mit unserer Körperrückseite einen möglichst großen Abdruck auf dem Boden hinterlassen. Also schon allein durch die Position und durch die kräftige Ausatmung mobilisieren und kräftigen wir die schräge Rumpfmuskulatur. Der Brustkorb zieht immer flach. Wichtiger Anteil für die Mobilisation der schrägen Rumpfmuskulatur. Und mit der nächsten Ausatmung lösen wir die Arme. Wir kommen erstmal zur Mitte. Wir legen die Arme neben den Körper. Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern weit weg von den Ohren und nehmen die Knie wieder heran. Die Knie sind ganz dicht bei uns am Bauch. Die Fußsohlen richten wir Richtung Decke, dadurch haben wir jetzt die Beine gebeugt. Die Knie sind also so dicht wie möglich bei uns und die Fußsohlen parallel zur Decke. Die Arme neben dem Körper, Daumen zeigen nach innen, auch die Hände gestreckt und gespreizt. Hier schieben und ziehen wir uns ein bisschen mit dem Gesäß vom Boden weg. Diese Bewegung machen wir erstmal ganz klein. Wichtig ist nämlich, dass die Schultern hier von den Ohren weg flach zum Boden ziehen. Und dadurch ist die Bewegung klein, also dass das Gesäß nur etwas vom Boden löst, bis wir die ganze Bauchspannung gut aufgebaut haben. Für uns in diesem Bewegungsablauf, jetzt ist das hier wieder die Basic, ja, die Stabilisierung, Bauch, Beckenboden und der Oberkörper ist auch mit dabei, Brustkorb flach, Rücken streckt, Nacken lang und dann lassen wir die Knie wieder ganz dicht zu uns, die Füße locker, hier könnt ihr auch ein bisschen ausschütteln, Füße und Schenkel locker lassen. Als nächstes gehen wir mit den Knien zur anderen Seite. Also bei mir jetzt die linke Seite hier, Beine wieder angewinkelt zur Seite herüber ablegen, Kinn zur Brust, Nacken lang, die Arme in Verlängerung des Rumpfes nach vorn und mit der Ausatmung nach oben ziehen. Schräg Rumpfmuskulatur, immer die Schultern weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, der Nacken lang. Wenn sich Hals und Nacken hier noch zu intensiv bemerkbar machen, dann ist es ein Zeichen, dass der obere Bauchanteil und die schräge Bauchmuskulatur noch nicht so ganz kräftig sind. Immer die Ausatmung nutzen. Die ist immer wichtig und hier besonders dafür, weil mit der Ausatmung der Brustkorb flach zieht und die schräge Bauchmuskulatur, der obere Bauch aktiviert wird. Beim nach vorn ziehen sind die Schultern von den Ohren weg und wir ziehen uns mit kleinen Federn Bewegungen nach vorn. Könnt ihr auch hier nochmal den Hinterkopf mit einem Arm unterstützen. Da ist die Dehnung etwas intensiver. Brustkorb zieht flach.
Dann nehmen wir die gefalteten Hände am Hinterkopf, ziehen Schultergürtel und Armrückseite fest auf den Boden, während die angewinkelten Beine auch flach zum Boden ziehen in der seitlichen Position. Und mit jeder Ausatmung den Brustkorb flach ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Ja, gerade mit dieser Ruhe jetzt, und Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft, das kann man manchmal auch spüren beim Üben, wenn wir einfach nur ganz korrekt die angewinkelten Beine so gut wie möglich übereinander und flach auf dem Boden legen und dann versuchen, die gegenüberliegende Schulter und Armrückseite auch auf den Boden zu bringen. Das Kinn ziehen wir Richtung Schlüsselbein und den Nacken lang, ist der Nacken unterstützt von den gefalteten Händen am Hinterkopf. Und mit jeder Ausatmung ziehen Bauch und Beckenboden ein, zieht der Brustkorb flach und Schultergürtel, Rücken, Arm, Rückseite fest zum Boden. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein. Wir kommen mit den Beinen wieder zur Mitte zurück. Schieben uns über die Seite zum Sitzen nach oben. Und wir wollen die schräge Rumpfmuskulatur noch etwas mobilisieren. Das linke Bein lassen wir gestreckt. Das rechte Bein stellen wir einmal hier herüber mit der linken Hand oder mit dem linken Unterarm, je nachdem, wie es bei euch die Beweglichkeit zulässt, ziehen wir den Brustkorb Richtung Oberschenkel. Die rechte Hand stützen wir hinterm Gesäß ab. Da wollen wir uns als erstes auch nochmal strecken. Und dann in der Streckung, wenn wir uns ganz lang gezogen haben, schauen wir über die rechte Schulter nach hinten. Die rechte Hand ist also flach aufgesetzt. Ellenbeuge gestreckt, rechte Schulter zieht nach hinten, der Blick geht über die rechte Schulter nach hinten, Kinn zur Schulter, Nacken lang. Mit jeder Ausatmung die Dehnung und Drehung ein bisschen verstärken. Wichtig ist also, dass wir immer erst in die Streckung kommen, erst in der Streckung gehen wir in die Drehung, damit es gut klappt und alles heile bleibt. Dann lassen wir locker. Strecken das rechte Bein, setzen das linke Bein herüber mit der rechten Hand oder dem rechten Unterarm, ziehen wir uns heran, erstmal so ein bisschen. Dann stützen wir uns mit der linken Hand flach ab, strecken den Ellenbogen, ziehen die Schulter nach hinten. Erst wieder in die Streckung. Brustkorb, Bauch zieht Richtung Oberschenkel, die Schultern bleiben tief, der Nacken lang. Und aus dieser gestreckten Position drehen wir uns über die linke Seite nach hinten. Das Kinn geht zur linken Schulter. Mit der Ausatmung immer ein bisschen verstärken die Dehnung, sodass es erträglich bleibt. Auch der Hüftbeuger kann zu spüren sein. Ist die Hüftinnenrotation jetzt am linken Bein? Die liegt uns nicht ganz so sehr. Dann kommen wir zur Mitte zurück und jede Seite wollen wir noch einmal mobilisieren. Dann spürt ihr, es ist schon ein bisschen geschmeidiger. Ganz strecken, Brustkorb streckt, Kinn zur Brust, Nacken lang, über die rechte Seite nach hinten ziehen. Und das rechte Bein ist dicht am Brustkorb. Ihr könnt auch mal nach oben schauen. Ein wenig mehr, immer nur so, wie es für euch passt. Tiefe Atmung und noch einmal Wechsel. Rechtes Bein streckt, linkes Bein aufgesetzt mit dem rechten Unterarm oder der Hand. Ja, vielleicht war es bei der ersten Runde die Hand und bei der zweiten Runde könnt ihr schon den Unterarm um das Knie herumschlingen. Blick an der linken Schulter vorbei, nach hinten, unten, oder ihr könnt auch hier in der seitlichen Position wieder Richtung Decke schauen, macht so, wie es passt. Dann lösen wir den Knoten, kommen nochmal zur Mitte zurück. Wir legen die Fußsohlen aneinander, halten uns mit den Händen an den Füßen oder an den Beinen fest. Die Knie gehen nach außen, erstmal so weit, wie es möglich ist. Mit jeder Ausatmung ziehen wir hier
im Rücken und im Brustkorb in die Streckung. Schultern bleiben tief, Nacken lang, Arme gestreckt. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns ganz lang gestreckt haben und die Knie sind weit nach außen, die Füße sind dicht bei uns, dann ziehen wir uns mit der nächsten Ausatmung nach vorn, die Nasenspitze Richtung Füße. Ellenbogen nach außen, da schaut ihr einfach, ob ihr mit den Armen schon vor den Beinen nach vorn kommt. Die Schulterblätter ziehen hier auch nach außen. Und Bauch- und Beckenboden ziehen wir ein, richten uns auf, lösen die Beine. Hier die Beine ganz locker lassen, aufgestützt auf den Unterarmen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Einmal die angewinkelten Beine zur rechten und linken Seite locker herüber sinken lassen. Dabei halten wir aber mit jeder Ausatmung auch wieder Bauch- und Beckenboden eingezogen. Und immer wenn wir hier über die Mitte zur anderen Seite kommen, ziehen wir den unteren Rücken Richtung Boden, indem wir Bauch- und Beckenboden einziehen, damit wir hier im unteren Rücken wieder im Gleichgewicht sind. Einmal zur Mitte zurück. Wenn wir uns jetzt mit den flachen Händen aufstützen, dann können wir umgreifen oder das Gesäß vom Boden lösen, um umzugreifen. Hier mit den Fersen auf den Boden und mit den Kniekehlen in die Streckung kommen. Wechsel rechts und links, Beinstrecken und Ferse zum Boden. Und dann mit den Händen zu den Füßen heran, bis wir uns Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen können. Tief durchatmen und strecken. So, ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Die schräge Rumpfmuskulatur haben wir gekräftigt und mobilisiert. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und fröhlich, eure Edda.